Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge City Skylines. So. In unserer neuen Stadt. Die wir seit gestern begonnen haben. Also eine Stadt ist es noch nicht. Dorf. Lichtungsplatz. Ja, gut, okay. Highbury. So, wir können ja auch Themen machen. Das gibt es jetzt nämlich auch. Europäisch oder international? Ich weiß ehrlich gesagt, das Team might not work like expected. Okay, geht nicht. European würde gehen. Dann machen wir mal europäisch. So, Dienstleistungen lassen wir erstmal. Wir können aber, glaube ich, Spezialisierung schon machen, ne? Auch von Wohnungen. Selbstversorgende Gebäude. Ich würde den jetzt normal lassen. Und hier erstmal nichts erweitern. Oder nichts verändern, sagen wir es mal so. Prinzipiell müssten wir hier eigentlich mal eine Straße setzen, die so parallel zur Autobahn verläuft. So, die Dreckstraße. Schließ bitte auch da an. Schön ist halt, dass diese dass das hier eigentlich fast gerade ist. Also da kann man sich fast nicht beschweren. Ja gut, das müsste halt irgendwann mal umgebaut werden, aber naja. So, hier geht dann die Autobahn weiter. Zwar relativ geradeaus. Wird eh erhöht gebaut. Und hier können wir uns noch ein bisschen ausleben. So, dann würde ich mal hier reingehen. Rechten Winkel. So, nochmal rechter Winkel. Ah, das geht halt nicht, das ist schade. Ah, not enough money. Schade. Gut, dann erhöhen wir mal ein bisschen die Geschwindigkeit. Scheiße, ich wollte erst Feuerwehr und Polizei bauen. Jetzt habe ich mich hier schon wieder voll ausgelebt. Das war eigentlich nicht mein Plan. Ja, hör auf. Alter, ich will genau auf die Ecke. Danke. Geht nicht auf die Ecke. Warum nicht? So, und dann... Wow, ich kann gar nicht im 90-Grad-Winkel arbeiten. So, und dann noch die Verbindung. Daran. Weil wir den hier abreißen. Gut, okay, wir sparen uns erstmal ein bisschen Geld für Polizei und Feuerwehr. Ihr seht, es geht, naja... gut voran mit Kriminalität. Bei 888 Einwohnern. Da kennt doch jeder jeden. Da weiß doch jeder, dass hier ja... wer der Kriminelle ist. So, sehr gut. Habt das gesehen? Automatic Bulldozing.
Gut, ich denke, wir sollten vielleicht doch erstmal mit der Polizei anfangen. Neues Gebäude. Ich kann immer noch keine Dings bauen, ne? Keine Gehwege. Ist nicht gut. Ist die Feuerwache größer? Ja. So, Feuerwehr, komm. Bevor die Leute hier alle komplett eskalieren. So, Gebäude. Na? Automatic Bulldozing? Ja. Da passiert's. Bei dem müsste es auch gleich passieren. Jawohl. Was habe ich denn für neue Dienstleistungen? Ah ja, hier ein paar Stadtparks. Die kosten aber halt alle extrem viel am Anfang. Oh, die würde perfekt hier reinpassen. Schön. So, Feuerwehr. Würde ich gerne dahinter bauen. Ganz ehrlich, kann ich das nicht? Ja, es geht doch auch. Dann baue ich das dahin. Dann mache ich hier eine richtig schöne Ecke. Kaufen Sie neues Land. I will. Oh, was ist denn da los? Schon wieder Abwasser. Gut, dann müssen wir auf 100 erhöhen. So, jetzt müssten die Dinger eigentlich gleich weggehen. Jo. Strom ist okay, Abwasser ist okay. Ja, Wohngebiete werden extrem gefordert. Aber das können wir jetzt eigentlich auch mal nachjustieren. Zumindest schon mal die Ecke. Der Erde lang. Oh fuck, ich hoffe, dass das ausreicht. Aber ich denke mal schon. So, Feuerwehr, komm. Mach mir nicht unglücklich. 12.000. Wir haben es gerade mal 13 Uhr. Auf Sonntag. Achso, da arbeitet er ja, Kinder. Da dürfen wir eigentlich gar nicht so viel Verkehr haben. Na. Komm schon. Lass mich die Feuerwehr bauen. Feuerwehr. Das ist doch auch eine andere, oder? Als die Standard? Oh, was ist denn jetzt los? Winzige Kleinstadt. Parkgebiete können wir jetzt machen. Landschaftsbau, Parks, Parks, Parks. Unendlicher Spaß. Recycling. Wie gesagt, wir können jetzt die ersten Parks bauen. Und ein paar andere Sachen. So, wir können jetzt auch die Oberschulen bauen. Die hier nicht hinpassen. Die hier hinpassen. Sehr gut. Ja gut, 30.000 haben wir natürlich nicht. So, wir haben auch das Recyclingzentrum. Haben auch das große. Das kennen wir aber auch schon. Aber Parks würde ich gerne bauen. So, ich habe hier drüben auch noch immens Platz. Stimmt. Oh ja, perfekt. Na, sag mal. Oh, botanischer Garten, auch schön. Ist hier neue Sachen? Ja, hier haben wir zum Beispiel auch einen Fußball, einen Tennisplatz. Ne, Football Field. Walkway. Den Underground Plaza. Den kann man zum Beispiel mal hier hinsetzen. Boah, kann ich Gehwege bauen? Ja, sehr gut. Das würde ich nämlich erstmal als erstes machen. So, und jetzt Fahrradweg daneben. Ach, sehr schön. Ach, es verbindet sich zu einem Weg. Oh, ich bin so glücklich gerade. Nee, wirklich, ich bin wirklich glücklich. Und ich kann immer noch nicht daran bauen. Wo ist denn dieser Mini-Platz? Bauen wir es meinetwegen so? Gut, Underground Plaza steht.
plus den. Ja, und wir könnten jetzt theoretisch auch den ersten Stadtpark bauen. Machen wir uns einen Stadtpark hier gleich mit ran. Ich würde eventuell hier einen Stadtpark setzen. Der wird halt immens groß. Aber das ist okay. So, dann bauen wir nämlich gleich ein neues Wohngebiet. Parkgebiet übernehmen. Achso, scheiße, ich muss erstmal einen Eingang setzen. Achso, erstellen Sie ein Parkgebiet, das ist die Grundvoraussetzung. Okay. Dann können wir ganz entspannt hier an der Straße lang gehen. Und dann alles füllen. So. Ostenpark. Dann machen wir nämlich den Haupteingang hier vorne hin. Oh, das ist bereits belegt. Da ist kein... der macht mich schwach. So, herzlichen Glückwunsch. Kleiner Park neben Tor. Park neben Tor. Gehen wir mal von hier aus, weil da muss sowieso nochmal ein Gehweg hin. So, gut, müssen wir... Obwohl, Gebäude bauen sich noch. Gut, wir brauchen wieder mehr Wohngebiete. Oder weitere Wohngebiete. Können eigentlich das hier alles vollklatschen, schon mit Wohngebieten. Die Ecke hier theoretisch auch. So, Wasseranschluss. Sehr schön. Ja, hier vorne wird es ein bisschen knapper, aber passt schon. So, der Ostenpark. Ja, ich weiß, die teilst du hier in Wohngebieten. Dann machen wir erstmal eine kleine Aufstellung. Und zwar, ich würde gerne... ein Rondell bauen. Hier würde ich gerne mit Ausgängen arbeiten. Da müssen wir erstmal neben... nee, neben Tor. So, arbeiten wir mit 4 Eingängen, würde ich sagen. Ja gut, hier geht es natürlich nicht. So können wir aber arbeiten. Und dann können wir ja meinetwegen... Schade. Muss ich nochmal kurz abreißen. Das hätte ich schon ganz gerne. Ach, scheiße.
So müsste es aber halbwegs parallel sein. Ja, mehr oder weniger. So, haben wir? Ja, sieht. Verstehe nicht so ganz, warum das so ungerade ist, aber okay. So, Platz im Park. Kann ich da bestimmt auch mit normalen Straßen hier arbeiten. Die Entfernung ist zu gering. Das ist ja ärgerlich. Aber es geht doch, oder? Hat der Park jetzt... Hat er jetzt einen Anschluss? Also auf jeden Fall hat er keinen Strom. Seriously? Der braucht Strom? So ein Parkcafé. Ist doch sehr schön. Die können wir ja entspannt ranbauen. Parktoilette. Oh, jetzt habe ich kein Geld mehr. Okay. So, kommt ihr mit dem Strom zurück? Ihr müsstet jetzt aber auch alle Strom haben. Ja gut, Wasser ist tatsächlich ein Problem. So, mal kurz ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. So, es mangelt am Abwasser. Okay, da müssen wir auf jeden Fall mal noch ein weiteres Öko-Wasseraustrittsding bauen. Wenn wir wieder 4000 zusammen haben. Polizei bietet kleine Lagerräume. Jo. Na, kommen wir auf die 4000. Kais. Ja, ich weiß, ich kann Kais bauen. So, müsste Abwasser auch wieder funktionieren. Strom ist ein bisschen gering. Gut, müssen wir noch mal eine fünfte Windturbine setzen. Auch nochmal für 6000. Achso, hier können wir übrigens schon mal erweitern. So, hier können nämlich auch nochmal überall landwirtschaftliche Betriebe entstehen. Hier übrigens auch. Gut, Wasser fehlt ein bisschen. Aber ich baue jetzt erstmal kurz die nächste Windturbine. So, dann sind wir erstmal, naja, grob wieder im Soll. So. Gut, Nachfrage haben wir erstmal so grob bestätigt. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal ein paar Gebäude bauen. Infostand. Und zwar so, dass wir hier mehr oder weniger eine Verbindung hinkriegen. Ist aber nicht so wirklich möglich, ne? Wir können natürlich hier vorne auch nochmal überall Wohnhäuser bauen. Genauso wie wir hier hinten nochmal Wohnhäuser bauen können. Verbindung. Ja, ja, ich weiß, ihr habt keinen Strom. Es mangelt halt wieder am Strom. Setzen wir ein weiteres Windrad. Da fehlt es an Wasser. Oh, ernsthaft? Beschweren sich die Leute wirklich, dass da der Wasseranschluss fehlt? Ich hoffe, dass jetzt alle zufrieden sind.
Sondergebäude haben wir alle, ne? Also Müll müsste super gehen. Gesundheit, die ganzen Todessachen können wir noch nicht bauen. Also hier, nicht Todessachen. Na, ihr wisst, was ich meine. Ja. Könnte das hier schön parallel bauen. Na? Nervt mich so sehr. Also hier ist es easy möglich, ja. Perfekt. Und da ist der Ort bereits belegt. Was anders. Ah, Kacke. Sorry. Ja, dann baue ich es anders. Ich habe eine Idee. Ist das gerade? Das ist ein 90-Grad-Winkel. Ach, weil die Straße so einen Knick macht, deswegen wird das nicht gehen. Gut, dann bauen wir es so. Und jetzt bauen wir nämlich hier vorne noch Wohngebiete hin. So, dann haben wir hoffentlich auch bald das Problem nicht mehr, dass hier kein Strom herrscht. Also mal davon abgesehen, dass wir schon wieder Strommangel haben. Ich brauche unbedingt dieses Ding hier. Okay, noch 26 Einwohner und dann haben wir es. Noch 9. Noch 4. Und boomende Kleinstadt. Yes. Yo. Schön. Jetzt kann ich endlich hier auf ein bisschen was Besseres gehen. So, wir bauen gleich 2. Weil wir brauchen definitiv Strom. Strom. Stromverbindung fällt. Fällt, fällt, fällt. So, der Friedhof. Den werden wir hier hinbauen. Naja, vielleicht nicht unbedingt gegenüber von der Schule und so weiter. Aber den ersten Friedhof. Ein Kinderkrankenhaus. Ein Altenheim. Können wir vielleicht später mal setzen. Eine Oberschule würde ich sehr gerne bauen. Ist das eine Oberschule? Das ist eine Grundschule, oder? Ja. Highschool. Ah, okay, die muss man so bauen. Oh, das wäre aber ein perfekter Platz für eine U-Bahn-Station dann. Sehr gut. Oberschule. Phoenix High School. Krasses Ding auf jeden Fall. Schön. Gefällt mir. Ja, und dann können wir auch schon auf die ersten Busse gehen. Und auf die ersten Taxen. Das würde ich halt auch diesmal mehr bauen. Taxen und so weiter. So, Gewerbe wird halt extrem gefordert gerade. Ja, aber da müsste ich erstmal die Autobahn weiterbauen. Apropos Autobahn. Ich glaube, wir könnten genau jetzt die Abfahrten machen. Ich hätte anhalten sollen. Straight.
So. Oh Gott. Wie das Quark. Oh, wie habe ich das jetzt gemacht? So müssen wir es bauen. Und Auffahrten würde ich dann wahrscheinlich eher hier hinten machen. Dass wir es so ein bisschen geteilt haben. So. Ja, die Mülldeponie müssen wir sowieso mal umsetzen irgendwann. Gut, so, haben wir aber erstmal eine Verbindung. Dann kann ich ja doch hier schon mal Gewerbe setzen. Die sind zwar dann genau an der Autobahn dran, aber das ist okay für mich. Ist ja nicht mein Problem. So, und hier würde ich gerne auch noch einen Gehweg durchsetzen. Da reicht mir aber auch Schotterweg. Bin ich da irgendwie durch, ohne Probleme? Ne. Also eins muss auf jeden Fall weichen. Und hier wahrscheinlich auch nochmal. So, mal ein bisschen einschränken. Ah, oh, das ist okay. Dann haben wir da eine Verbindung. So, sehr gut. Austin Park läuft. Hat das jetzt einen Anschluss? Ja, funktioniert. Straßenzölle, gut, können wir irgendwann mal machen. So, ist übrigens 18:22 Grad mal. Also, zwei Folgen und einen einzigen. Oder einen halben Tag haben wir gerade mal geschafft. Ja, Kinderkrankenhaus, ich weiß, danke. So, einzigartige Gebäude. Hier haben wir schon mal ein paar Sachen freigeschaltet. Ah, die Steuerbehörde. In der Steuerbehörde sind Beamte unermüdlich an der Arbeit, die Steuern nach ihrem Geschmack zu optimieren. Anforderungen für irgendwas. Gut, die könnten wir hier vorne auch noch hinsetzen. Neben das Krankenhaus. Ich müsste das mit den Taxen erstmal machen. Ich würde ein Taxen Depot bauen wollen. Ich will ja ehrlich gesagt keine Straße nochmal durchsetzen. Wir machen es mal so. Und dann können wir hier nämlich auch Busse und so weiter hinknallen, glaube ich, ne? Ja. Würde super passen. Achso. Das war Straßenbahn, aber Busse gehen hier auch locker hin. So, Taxendepot. Dann können wir jetzt nämlich Taxistände bauen. Oder Taxenstände. Problem ist, dafür muss ich ab und zu mal wieder eine Fabrik abreißen. Aber das ist ja kein Problem, das kriegen wir hin. So, hier vorne hätte ich gern eine. Wir müssen hier mal ganz kurz. Auch nochmal bauen.
Fluss, Fahrradweg. Warum ist denn das so? Ah, wo ist hier die Verbindung? Ah, das sieht auch so aus. Ich hätte gerne einen. Sehr gut, Park, Stufe 2. Ich hätte gerne eine Verbindung ohne Zwischenschritte. Also ohne Zwischendinger. Ah, das ist jetzt Fummelarbeit. Aber das mache ich jetzt zum Ende der Folge noch. Egal. So. Ah, jetzt ist das natürlich auch noch genau verkehrt rum. Das geht hier unten einfach nicht. Ach, das ist doch blöd. Das ist doch nicht schön. So, das geht gar nicht. Alter, hör auf. Geh weg. Ach, na endlich. Sehr gut. Jetzt haben wir auch die doppelte Verbindung. Es gibt jetzt auch irgendwo Fußgängerüberwege. Ach, das hätte ich halt gern hier mal, so ein Fußgängerüberweg. Auf der anderen Seite könnte ich mit Brücken arbeiten. Aber ja, das ist jetzt auch zu spät. Ne, ich bräuchte hier einen Fußgängerüberweg. Ganz dringend. Muss ich mal gucken, ob ich mir die Mod nochmal runterladen kann mit den Fußgängern. So, Ostenpark. Das machen wir morgen. Merken wir uns, Ostenpark hat jetzt schon Stufe 2. Unterhaltung brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen. Und wir brauchen noch... naja, diverse andere Sachen. Aber die werden jetzt nach und nach kommen. So, wir werden morgen auch das nächste Wohngebiet kaufen. Wahrscheinlich das hier. Wobei das theoretisch mehr Sinn machen würde, aber ich würde gerne die Industrie hier erweitern. Ja, von daher bin ich mir unsicher. Das oder das. Beides macht Sinn. Aber das morgen. In der nächsten Folge. Herzlichen Dank und bis dahin. Haut rein, ciao und tschüss.